So, inzwischen ist es auch spürbar wärmer geworden und theoretisch müssten meine Nudeln auch fertig sein. Da werde ich doch jetzt mal nachschauen, was die tun, die Nudeln. Ja, Nudeln sehen so aus. Warm sind sie. Ob sie weich sind, werde ich jetzt gleich feststellen. Perfekt, optimal. Ich habe auch weniger Milch genommen, damit es schneller kocht und das Ganze ein bisschen fester wird. Lecker, prima Frühstück. Also ein warmes Frühstück kann ich nur empfehlen, wenn man die Ressourcen hat. Insbesondere wenn es kalt ist. Also nichts gegen das übliche Müsli. Aber ein warmes Frühstück ist schon was Geiles. Da wird einem dann auch gleich warm. Zum Morgen ist ja doch ein bisschen kalt ist. Aus den Touren, wo ich nur Müsli dabei hatte, kenne ich, dass das erste Moment des Tages, an dem einem warm wird, der ist, wenn man schnell genug losgelaufen ist und dann schon, 500 Meter unterwegs ist und den ersten Berg hoch muss oder so Späße. Lecker. Schmeckt hier draußen natürlich auch gleich besser. Und mit Dreck. Dreck. Lecker. Jetzt verliere ich doch noch mal ein paar Worte zu meinem Gepäck. Das hier besagte Wolldecke, die hatte ich ja schon erwähnt. Zack. Darunter die Bundeswehr-Isomatte bzw. Mehrzweckunterlage. Die erfüllt jetzt hier primär den Zweck, dass sie meinen Rucksack stabilisiert. Ich habe auch drauf geschlafen, das war auf jeden Fall sicherlich nicht verkehrt. Beides zusammen ist eine sehr bequeme Sitzfläche. Das ist meine Sturmhaube von eben. Ich habe keine Ahnung, von was die genau ist. Gellert steht drauf. Die habe ich mal in Schottland am Fuße des Ben Nevis gekauft, weil mir irgendwie eine vernünftige warme Kopfbedeckung gefehlt hat. Ich finde sie cool. Ist aus Wolle. Das ist die übliche Mehrzweckplane. Die kennt ihr ja auch schon. Meine EDC-Dose. Das ist irgendwie rausgefallen. Muss ich nachher wieder reintun. Das ist ein Seidenschlafsack-Inlet. Soll nochmal die Temperatur vom Schlafsack, also den Temperaturbereich, mit dem man bequem schlafen kann, um 3 bis 4 Grad verringern. Ich finde es cool, fühlt sich auch gut an, ist gemütlich und habe da gut mit geschlafen heute Nacht. Mein Lagerbaubeutel bestehend aus Rettungsdecke, ich glaube 6 Heringen und 3 Abspannschnüren, die eben nicht aus Paracord sind. Das ist eine Sitzunterlage. Sehr praktisch, wenn man mal Pause machen möchte oder sowas. Die habe ich immer ziemlich griffbereit. Thermositzunterlage, deshalb auch dieses Alu-Dingens hier. Ist wirklich erstaunlich warm, wenn man da drauf sitzt. Besonders weich ist sie jetzt natürlich nicht. Mag ich auch sehr gerne, habe ich auch schon ziemlich lange. Meinen Schlafsack habe ich jetzt aus Gründen der Sicherheit, falls es dann doch mal regnen sollte, in diesem Bundeswehr-Schlafsackbeutel drin. Da drin ist nochmal der eigentliche Schlafsack-Kompressionssack, weil mit diesem Bundeswehrbeutel kann man ja nichts komprimieren, der ist bloß als Wetterschutz gedacht. Der Schlafsack ist ein Deuter Exos 4-8. Ja gut, bis minus 8. Wenn man selber halt entsprechend gebaut ist und selber so viel Hitze abgibt, dann geht auch bis minus 8 tatsächlich, aber ist ein bisschen eng. Das ist der Bundeswehr-Poncho, den habe ich als Regenschutz und eigentlich als Unterlegeplane für mein Lager dabei gehabt, auch wenn ich den jetzt diesmal gar nicht gebraucht habe, hatte ich jetzt keine großartige Lust, mir den dann noch hinzulegen. Ich liege auch ganz gerne so auf dem Waldboden, also auf irgendeiner Isolationsgrundlage natürlich. Man hätte sich auch noch ein Trapperbett oder ähnliches bauen können, naja. Da hinten ist irgendwo noch mein Kocher, den habe ich euch ja schon gezeigt. Kameraausrüstung spare ich mir und Handschuhe habe ich auch noch dabei. Ja, das war mein Lagerplatz. Nicht mehr viel von meiner Anwesenheit zu sehen und so soll es ja auch sein. Also wenn wir keinen Ärger mit dem Förster bekommen wollen, sollte ein Lagerplatz, nachdem wir ihn verlassen haben, ungefähr so aussehen. Wer jetzt will, kann sogar noch Laub über die aufgescheuerte Stelle streuen, aber das ist natürlich Schwachsinn. Das könnte genauso gut irgendein Viech gewesen sein. So, aber dann geht es jetzt auch wieder weiter. Wird Zeit. Ich
werde wahrscheinlich eh in die Nacht reinlaufen, aber ich hab's jetzt auch provoziert. Los geht's! Och nö, die Götter des Survivals wollen wohl, dass ich mir neue Schuhsohlen kaufe. Die Botschaft ist angekommen. Nach gestern ist mir so ein bisschen Sonne eine willkommene Abwechslung. Ah, schick. Ein Hohlweg. Hohlwege sind fast immer auf historische Ursachen zurückzuführen. Da sind sie dann einfach vorher mit ihrem Wagen durchgefahren früher. Bin ich eigentlich schräg? Also jetzt ja. Naja, jedenfalls haben sie dann beim Fahren mit ihrem Wagen entsprechend richtige Erdmassen bewegt. Dann hat es ja wieder geregnet, dann ist die ganze Kladderadatsch da unten rausgekommen. Und entsprechend gab es dann irgendwann so richtig tief eingeschnittene, hohle Wege. Toll hier, ganz toll. Was in der Höhle da hinten wohl drin ist? Reicht nicht, fast nachzugucken, aber dann habe ich nasse Füße. Das ist es jetzt auch nicht wert. Hier waren ein paar Kreative am Gange. Sieht ja toll aus mit dem kleinen Männchen. Hier hinten ist auch noch mal eins. Das große. Das da ist wieder eine Eibe. Also an diesen knorrigen Stammen, diesen total verwachsenen und so weiter, kann man das gut erkennen. Auch wenn sie jetzt nicht die charakteristische Eibenborke hat. Und natürlich auch wieder an den Nadeln, wenn man sich auskennt. Die Schutzkategorie Naturdenkmal ist so die kleinste Form des Naturschutzgebietes, die wir so haben. Das ist normalerweise so ein Punkt, also ein Baum, ein was auch immer. Dass es das auch als flächenhaftes Naturdenkmal gibt, wusste ich noch gar nicht. Das ist dann wahrscheinlich so ein Zwischending zwischen Naturschutzgebiet, das ja wirklich schon eine Region ist, und einem eher kleinen Gebiet. Aber das ist mir echt neu, dass es das auch als flächenhaftes Naturdenkmal gibt. Und ich bin mir ganz sicher, dass das in der Vorlesung so nicht genannt wurde. Also genannt vielleicht, aber jedenfalls hat niemand aufgeschrieben. Also mindestens ich nicht. So.
paar Zentimeter tief. So, das war's erstmal mit Wasserfall. Jetzt geht's wieder normal weiter. Also ohne allzu spektakuläre Dinge. Oh, Fahrzeug. Tada! Ja. Ich muss auch mal schauen, dass ich jetzt ein paar Kilometer mache. Sonst komme ich hier heute nirgendwo mehr hin. Demzufolge laufe ich jetzt mal 5 davon oder sowas und dann schauen wir mal, dass wir noch mal ein bisschen was filmen. Aber hier ist echt toll. Hm? Scheiße, eine Schranke. Ich muss umkehren, sofort. Da komme ich doch niemals durch. Boah, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Die Schranke ist offen. Das wäre sonst echt ein Problem gewesen. Also ich finde, hier kann man schön sehen, dass so ein fichtendominierter Wald, der halt ordentlich Geld wert ist, in dem Sinne gar nicht unbedingt hässlich sein muss. Es gibt zwar schönere Waldbilder, aber jetzt wirklich hässlich ist doch übertrieben. Ist doch ganz hübsch hier. Dass sie so riesen Hörner haben, heißt nicht, dass sie jetzt ein Männchen sind. Also bei dieser Art Rind, Highland Cattle heißen sie ganz offiziell, hat auch die Frau Wahnsinnsgehörn auf dem Kopf. Was ich am Wald hier in der Region halt sehr schätze, ist die Verjüngung. Also da steht ordentlich auch noch kleineres, baumartiges und strauchartiges Zeug unter den Altbäumen. Schöne Sache. Also erstens mal sieht's gut aus und zweitens hat man was, was nachkommt, wenn man oben was wegsägt. Sind schon tolle Viecher, diese Highland Cattle, hä? Also mir gefallen die ausgesprochen gut und die sind auch eigentlich ganz lieb. Man muss sie schon wirklich sehr nerven als Tourist. In Schottland rennen die einfach so rum. Oh, es guckt mich an, sofern es überhaupt was sieht mit der Frisur. Das ist auch ein strammes Viech. Eben hatte ich ja erwähnt, wie toll ich die Verjüngung hier im Stadtwald finde. Also das ist echt Wahnsinn. Da schlackert also jeder Förster mit den Ohren, was hier Tolles rumsteht. Da kriegst du Glücksgefühle, kriegst du da. Und am Oberhang sieht es genauso toll aus. Überall das junge Zeug. Ganz super. Und dazwischen schöne dicke Dinger. Ordentlich Geld wert. Also hier ist der Weg jetzt nicht gerade spektakulär, aber dafür kann man richtig schön Kilometer fressen. Also hier komme ich jetzt ordentlich vorwärts. Und werde das halt eben auch nutzen und mal ein Stückchen Strecke machen hier. Verdammt, eine Schranke. Und diesmal ist sie zu. Was soll ich da nur tun? Ich kehre mal um und überlege. Zwischendurch bietet der Weg sogar ein bisschen Zivilisation. Aber immer nur ein paar Häuser. Also lange durch den Ort geschickt haben sie mich bisher noch nicht. Tja, hier stehe ich nun, ich armer Tor. Und mein Hut sieht komisch aus. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Guckt mal. Das da bin ich jetzt gerade hochgekommen. Sieht das nach einem offiziellen Wanderweg aus? Nee, oder? Und da geht's weiter. Nee, oder? Aber da unten, da ist die Straße. Man kann sie hoffentlich erkennen. Da ist sie. Also gehe ich da halt mal runter.
Wie schwer kann das schon sein? Für die Anfänger unter euch, wenn ihr einen ganz steilen Hang runter wollt, empfiehlt es sich, die Füße parallel zum Hang zu halten und mit quasi dem schmalen Fußende sich immer gegen den Hang zu stemmen, so wie ich das jetzt hier gerade tue. Und wenn man immer schön auf einem Baum zuläuft, hat man was zum Festhalten, im Fall, dass man abrutscht. Ne? Hier haben wir jetzt endlich mal das Panorama, das ich die ganze Zeit suche. Das da ist das sogenannte alte Schloss. Ungefähr da, ein bisschen drunter, habe ich angefangen. Dann bin ich da durch den Wald. Das da oben ist übrigens der Battertfelsen, auch sehr sehenswert. Weiter durch den Wald, das Tal da, quasi was dann oben drin liegt, hier drin liegt, da. Das ist das, wo ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, wo ich euch erklärt habe, wo Nordhang und Südhang ist. Bin dann da entsprechend weiter, habe mich dann hier an den Fuß des Merkur gekämpft. Der Merkur ist der mit dem Turm, das ist auch das Ding mit dem Bähnle. Merkur-Talstation habe ich euch auch gezeigt. Bin dann da weiter, irgendwo da hinten durch den Wald geschlichen, über diese vorgelagerten Wiesen geschlichen und dann da hinten irgendwann mal runter ins Tal verschwunden, um dann ein ganz langes Tal ungefähr nach da hinten zu laufen, um dann wieder vorzulaufen und jetzt hier hochgekommen zu sein. So ganz grob. Also jetzt bin ich ein wenig genervt. Ich glaube, ich habe gerade einen Umweg von circa 5-6 Kilometern hingelegt. Weniger lustig. Naja, hab den Weg jetzt wiedergefunden. Der war an einer Stelle blöd ausgeschildert. Da war dann nicht klar ersichtlich, ob man jetzt links rum oder rechts lang muss. Bin dann halt eben rechts lang. Links lang hätte ich wohl gemusst. Und es gab keine weiteren Schilder, die großartig darauf hingewiesen hätten, wo man jetzt eigentlich hätte lang gehen müssen. Tja, und da war dann auch schon vorbei, weil ich bin frustriert weitergestapft über die vielen, vielen zusätzlichen Kilometer, die ich mir da abgemüht habe. Bin an dem Tag dann insgesamt doch einiges gelaufen und war nicht so wirklich trainiert, beziehungsweise gut, das bin ich jetzt auch noch nicht. Ich stelle fest, ich muss mehr trainieren und ich stelle fest, ich sollte dann doch eine Karte mitnehmen, auch wenn man der Meinung ist, man kann das Ding nur nach Wegmarkierung laufen. So eine Karte ist schon echt von Vorteil. Es hätte sogar relativ tolle digitale Karten gegeben, Link da unten, von daher ist das ein bisschen ärgerlich. Ich laufe irgendwann den Rest nochmal, wenn es dann Licht hat, und liefere dann das noch nach. Und was mich noch brennend interessieren würde, wenn ihr mir die Frage beantworten würdet, hat es euch gefallen? Gegebenenfalls durch einen Daumen signalisieren. B, war das Ganze zu lang, beziehungsweise ist das mit der Dreiteilung okay gewesen oder hätte ich lieber 20 Minuten, 23 Minuten oder wie lange die dann jeweils geworden wären, Teile machen sollen, weil es ja im Prinzip 2 Tage waren. So hatte ich es ursprünglich geplant, habe dann aber gemerkt, es gibt ewig lange Videos und vielleicht ist es irgendwie angenehmer zu gucken, wenn es einfach 3 kürzere Teile sind. Das war jetzt so meine Überlegung dabei. Wenn mir irgendjemand da mal seine Meinung zu sagen würde, da wäre mir sehr geholfen. Und ansonsten, ja, so Tourendinger wird es immer mal wieder geben. Müsst ihr durch. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.